Und hiermit ein herzliches galaktisches Hallöchen. Und hier bei zurück bei oh Gott, Mass Effect. Mit mir und Stali und mit mir, also Stali, ich bin ja Stali. Und wir müssen jetzt, ich muss mal kurz in die Mannschaftsquartiere. Da möchte ich ja der Ärztin noch ihren Brandy geben. Ihren gut verdienten, leckeren Brandy. Da wird sie sich erstmal freuen. Da kann sie sich erstmal ein bisschen ihren Schädel betäuben. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gar nicht. Ich möchte Ihnen das geben. Ich habe ein Geschenk für Sie, Frau Doktor. Ceres Ice Brandy? Sie haben wirklich... Danke. Ich habe immer bedauert, die Flasche damals nicht geöffnet zu haben, als ich noch gekonnt hätte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Warum öffnen wir die Flasche nicht hier und jetzt? Nur Sie und ich. Na klar, komm. Machen Sie die Flasche auf. Ich hole Gläser. Ich dachte, Alenkos biotische Aktion hätte Jenkins das Kreuz gebrochen. Aber der richtete sich wieder auf und brüllte, das war großartig! Oh, Jenkins. Soldaten wie er haben die Allianz so besonders gemacht. Bei Cerberus fehlt irgendwie diese Begeisterung. Ein Glas auf die Also, das hat man schon mal gefragt. Ein Glas auf die Allianz. Auf die Männer und Frauen der Allianz. Mögen sie alle ihr Glück finden. Hui, hier wackelt es aber rum. Wo sind die jetzt hin? Kotzen oder was? Ach, die liegt da. Die schläft jetzt erst mal. Ja, die ist jetzt im Koma. Achso, hier komme ich immer noch nicht rein. Ja, toll. Hier ist noch ein bisschen schwubbelig, sieht man ja ein bisschen. Gehört? Es wird schon wieder eine Kolonie vermisst. Schon wieder. Ferris Fields. Ferris Fields? War dort nicht ein Bruder von Hadley stationiert? Doch, es hat ihn ziemlich schwer getroffen. Okay, oh Gott, ich bin gleich. Ne? Oh, habe ich schon was für ihn mitgebracht da? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ah, nee, ja, nee. Hab ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Genau, trinke ich noch eh, Mann. IR, bla bla bla. Dann geht man ganz runter zum Maschinendeck und gibt den beiden Leuten ihre Ausrüstung für den Kern. Hier ist eigentlich wurscht. So, Leute. Ich habe gerade gehört, dass die Kollektoren die Kolonie Ferris Fields überfallen haben. Sie sind alle fort. Scheiße. Sie werden diese dreckigen Schweine bezahlen. Sie sind die beste, Commander. Wir haben gerade die FBA-Kupplung installiert. Jetzt müssen wir nur noch einmal pro Woche kalibrieren, anstatt jeden Tag. Wir überlegen gerade, ob wir unsere neu gewonnene Freizeit bei einer Partie skelianischen Poker feiern. Wollen Sie einsteigen? Aber Kenneth, der Commander spielt doch mit Mechanikern wie uns nicht Karten. Kein Spiel auf mein Schiff. Klingt eigentlich durchaus interessant. Fantastisch. Ich hol die Karten. Vorsicht, ich bin ihr Boss. Mein skillianisches Poker ist etwas eingerostet. Haben Sie Nachsicht mit einer Anfängerin, okay? Natürlich, Commander. Ist alles ganz locker. Ja, klar. Die haben beim skillianischen Poker 500 Credits gewonnen. Yay! Nachsicht mit dem Anfänger. Wie konnten wir bloß darauf reinfallen? Ich verliere gern, wenn ich dafür sehen kann, wie sie mal eine Nummer kleiner macht. Schlägt mich bei meinem eigenen Spiel. Sie sind in Ordnung, Shepard. Du hast mich doch nur gewinnen lassen. Okay. Jetzt gehen wir wieder, Wo geht man jetzt hin? Hier hin? Zum Kampfinformationszentrum. Wir bleiben gleich mal bei, schon wieder andocken. Wieder schon an die Docken. Wir bleiben gleich mal noch auf Omega. Oder fliegen wieder hin.
Ist ja komisch. Bin doch noch ja nicht weggeflogen. Geben der, wie hieß sie noch? Oh, ich weiß jetzt ja nicht den Namen. Wobei mit A, also Asari ist es sowieso, aber. Ich nehme sie mit und, mein Garrus. Man kann nicht. Halt, stopp, warte. Nein, also du sollst schon mit. Okay. So, und du. Was siehst du? Nimm mal da gleich mal das Outfit. Siehst du, jetzt sieht er ja wieder aus wie vorher. Also, alles gut, wir können los. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet. Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Für mich ist das okay. Du noch meins. Lassen Sie mich rein. Der wartet immer noch da. Jetzt schon ja keinen Bock mehr. Gehen jetzt noch mal ins Afterlife. Ja, wer will denn mit dir reden? Aria hat einen Job, der erledigt werden muss. Lust auf ein bisschen Arbeit? Na klar. Das kommt darauf an, was Aria so vorschwebt. Aria hat Wind davon bekommen, dass ein paar Söldner vom Bloodpack einen alten Bekannten von ihr umlegen wollen. Einen Kroganer namens Oracle. Sie möchte, dass sie das verhindert. Welches Problem hat das Bloodpack mit dem Patriarchen? Wenn sie Oracle kennen würden, müssten sie das nicht fragen. Er kann einfach sein verdammtes Maul nicht halten. Manche Leute stehen gar nicht auf seine Geschichten. Vor allem dann nicht, wenn sie wirklich passiert sind. Wieso ist Aria daran interessiert, ihn zu beschützen? Oracle war in früheren Zeiten einer ihrer erbittertsten Feinde. Jetzt hält sie sich das, was von ihm übrig ist, als lebende Trophäe. Solange er lebt, ist er ein perfektes Beispiel dafür, was geschieht, wenn man sich mit Aria anlegt. Ich seh's mir mal an. Gut. Oracle ist unten, vermutlich im Kreise seiner Fans. Verstecken Sie ihn, bis die Söldner sich wieder verziehen. Kommen Sie wieder her, wenn die Sache erledigt ist. Dann kriegen Sie, was Ihnen zusteht. Ich komme wieder, wenn der Job erledigt ist. Viel Glück. Alles klar, machen wir erstmal das. Oh, geht mir doch mal erlaubt den Weg. Der ist hier unten. Hä, der ist hier unten? Wo denn? Wow. Hä, wo soll hier ein Kroganer sein? Die Destiny Ascension hat ihre Siegestour durch 20 Kolonien abgeschlossen. Ratsmitglieder an Bord danken den Soldaten der Menschenallianz für ihre Leistung beim Zurückschlagen. Oh, jetzt haben wir einen salarianischen Barmann. Willkommen im Afterlife. Was darf ich bringen? Ach, ich will mal einen Drink. Machen Sie mir einen Drink, aber bitte ohne Gift. Ja, richtig. Ich habe von der kleinen Aktion meines Vorgängers gehört. Freut mich wirklich, dass Sie überlebt haben. Ich habe Anweisungen, dass Ihre Drinks alle aufs Haus gehen. Seien Sie versichert, dass Sie keine illegalen Substanzen enthalten, sofern Sie keine bestellt haben. Na, gib mir doch mal einen Drink. Willkommen im Afterlife. Was darf ich bringen? Momentan will ich nichts, danke. Natürlich. Danke, dass Sie vorbeigeschaut und niemanden in aller Öffentlichkeit erschossen haben. Ah ja, bitte, bitte. Wo ist denn jetzt der Patriarch? Oder muss ich erstmal zu Aria? Aria ist sie. Wunderschöner Name, Aria. Nee, warte mal, dann geh ich mal zu Aria. Ich glaube, ich muss erstmal zu Aria, wa? Ich muss ja sowieso noch was geben. Hier!
Hier. So. Aria war nicht immer so unnahbar. Bei der Messe wird jemand auftauchen und ein Treffen wollen. Er hat mit dem Mord an ihrer Familie zu tun. Reißen Sie mal ein paar Finger ab. Dann erfahren Sie, wer Ihnen das angetan hat. So, Leute, ich muss euch noch mal was erklären. Also normal... Wenn jemand weiß, dass das Afterlife auf einem alten Piratenfriedhof errichtet wurde... Normale... Skeptisch? Ich werde Sie dazu bringen, die Raten zu senken. Ja, ja. Wenn Ihr Geschäft pleite geht, kriegen wir gar kein Geld mehr von Ihnen. Und dann schulden Sie mir einen Gefallen. Normalerweise würde hier Rex stehen, wenn er überlebt hätte. Da? Jetzt kommt hier ein völlig fremder... Ich glaube, hier würde Rex stehen. Hier steht kein Rex. Rex, bitte Bene, los! Also, ich habe Aria gesagt, natürlich wusste ich, dass er kommt. Man nennt mich doch nicht umsonst Oracle. Oracle. Ich kenne Sie nicht, Mensch. Ich bin der Patriarch. Arias Patriarch. Was wollen Sie? Es gibt Gerüchte, dass manche Leute Sie tot sehen wollen. Wissen Sie was darüber? Mir fielen einige ein. Ich weiß Dinge. Kenne alte Geheimnisse, alte Zwistigkeiten. Weiß, unter welchen Bodenbalken man Leichen finden kann. Jemand, der Aria schwächen will, könnte es auf mich abgesehen haben. Sie würden es tun, um an Sie ranzukommen. Um mich geht's dabei gar nicht. Ich bin nicht mehr wichtig genug, um eigene Feinde zu haben. Red mal ein bisschen lauter. Ein so alter Kroganer wie Sie hat bestimmt einige großartige Geschichten zu erzählen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass niemand wirklich an alten Kriegsgeschichten interessiert ist. Man fragt nur danach, damit ich das Gefühl bekomme, noch für irgendwas zu taugen. Wenn Sie lange genug bleiben, werden Sie alle meine Geschichten hören. Vielleicht fallen Ihnen ja sogar selbst ein paar neue ein. Was wissen Sie über Aria? Vor ein paar Jahrhunderten gehörte Omega mir. Als Aria ankam, hatte sie nichts als ihre Kleidung. Ich dachte, sie wäre nur eine Tänzerin. Sie hat die eine Hälfte meiner Männer umgebracht und die andere überzeugt, dass sie den Laden besser führen kann als ich. Sie kam zu mir, hier in diese Bar. Wir haben den Laden zerlegt. Sie hat eines meiner Herzen zerquetscht und die Hälfte meiner Knochen gebrochen. Und mich am Leben gelassen. Warum hat sie sie am Leben gelassen? Sie zerstört nicht, was sie noch brauchen kann. Sie sagte, ich bekäme alle meine bisherigen Vorrechte, wenn ich ihr Berater würde. Ich wusste, wie die Dinge laufen. Ich wusste, bei wem ich mich anlehnen konnte, wen ich niederschlagen und wen ich anlächeln musste. Und alle, die mich respektiert hatten, sahen mich besiegt und gebrochen. Sie wussten, dass sie trotz all meiner Kraft die Stärkere war. Okay, Sie müssen ja auf jeden Fall raus. Einige Leute wollen ihren Tod. Ich soll sie in Sicherheit bringen. Ist es wieder soweit? Gute alte Aria. Im Notfall ist sie immer für mich da. Die schickt jedes Mal jemand anders, als ob ich nicht wüsste, dass sie mich beschützt. Als ob man mich umsonst Oracle nennen würde. Kleiner Vorschlag. Um die Attentäter kümmere ich mich. Ach, was macht das schon für einen Unterschied? Meine Kämpfe bestreitet immer jemand anders für mich. Nein, Sie bleiben ein mächtiger Warlord, der seine Truppen anführt. Sie sind nicht nur Arias Trophäe. Sie sind denn also mein Krant? Na klar, wie konnte ich das vergessen? Dann los! Ich werde mich im Sieg baden, wie in den guten alten Zeiten. Schläger, finde ich. Schläger im Afterlife oder in der direkten Umgebung finden und sie im Namen des Patriarchen. Warte mal, ja, wo sind denn die Schläger?
Schläger finden. Schläger im Afterlife oder in der direkten Umgebung finden und sie im Namen des Patriarchen ausschalten. Na gut. Warte mal. Sie sind zurück? Ich habe nichts von den Attentätern gehört. Wissen Sie was Neues? Oder haben Sie Ihre Meinung geändert? Nee, geh doch weiter. Soll ich mich wieder in die Sicherheit von Arias Schutz begeben? Ich muss jetzt gehen. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo das hier alles sein soll, aber... Ach, da. Aus dem Weg, Mensch. Sind Sie wegen des Patriarchen hier? Und wenn? Wollen Sie etwas dagegen unternehmen? Der Patriarch schickt uns. Wir sollen alles tun, was notwendig ist. Sie sind Oracles Grant? Ich wusste gar nicht, dass der alte Mann einen hat. Sie hätten Ihre Hausaufgaben machen sollen. Yay. So. Ging ja flott. Komm, ich tanze mal. Musik ist mal ja nicht so schlecht. Wir haben es geschafft. Sie starkes, tödliches Monster von einem Menschen. Überall auf der Station geht die Kunde von meinem Sieg. Jetzt werden Sie mich wieder ernst nehmen. Nutzen Sie das aus, damit nie mehr jemand glaubt, Sie wären schwach. Dank Ihnen bin ich wieder ein Krogan. Übrigens, hüten Sie sich vor Aria. Sie findet vermutlich gut, was Sie getan haben. Aber das ändert sich, wenn Sie das Gleichgewicht auf Omega ändern wollen. Ach, ich glaube, das erinnert Sie zu sehr an Sie selbst. Mit Gritz reden, wie der heißt da. Gritz. Nee, ist ja hier lang. Aha. Cerberus hat also Menschen angegriffen. Alkohol macht schön, aber so, was wollte ich denn jetzt? Auf jeden Fall weiß ich, dass ich glaube, das war das, wo das hätte, also ich glaube, dass Bär das erste Mal. Also das, der Treff mit Rex gewesen wäre noch da. Glaube ich. Also, war so. So, Chris, alles erledigt. Aria will mit Ihnen reden, Mensch. Okay. Ich habe gehört, dass Sie sich selbst um den Killer von Bloodpack gekümmert haben. Ja. Ich würde Sie nicht warten lassen. Nee, ich bin ja gerade, ich bin doch schon hier. Hallo. Es heißt, Oracles Krant hätte die Männer ausgeschaltet, die ihn töten sollten. Witzig, ich wusste gar nicht, dass er einen Krant hat. Der Patriarch hat mehr Einfluss, als Sie glauben. Verstehe. Na gut, dann sollte ich wohl in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Das hatte ich zwar nicht verlangt, aber Sie haben den Job erledigt. Brauchen Sie sonst noch was? Genau. Das Datenpad wollte ich Ihnen noch geben. Einer der Söldner, die hinter Archangel hier waren, hatten dieses Datenpad dabei. Sie wären ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie her. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich gehe der Sache nach. Sie haben viel für mich getan, Shepard.
Ich möchte Ihnen auch einen Gefallen tun. Wir schicken Ihnen die Koordinaten eines Lagers auf einer nicht erfassten Welt. Wenn Sie wollen, gehört es Ihnen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Was immer Sie finden, Sie können damit machen, was Sie wollen. Ja, cool, danke. Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Sie sollten sich einen netten jungen Mann suchen, der Sie bis dahin warm hält. Sie sehen aus, als könnten Sie ein wenig Entspannung brauchen. Das kannst du laut sagen. Mann? Also, Kaiden hätte ich gern, aber der ist ja leider nicht hier. Anto! Sie wollen reden? Reden Sie mit Arya. Hab ich schon, ist doch schon. Ja, meine auch. Gerne mal was trinken hier. Meine Moral. Patrick! Ihr hättet man ja nur mit Trinken aus hier. In diesem Schuppen. Schon wieder so ein blauer Saft. So. Nee, der 3 Schätz. War jetzt nur mal so zum. Ne? Warte. Hier ist er zu. Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal hier raus. Gucken wir noch nach kleinen Aufgaben. Weil mit Mordin möchte ich. Mit Mordin. Haben Sie was zu berichten? Nee. Ich gehe dann mal. Weitergehen. Ja, ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, mit Mordin will ich mein eigenes Video haben. Sonst wird das Video zu lang. Ach ja, ich wollte mir ja doch dieses Hautgewebe holen. Wer wurde gewählt als heißeste Watt? Ich wurde als heißeste Soldatin gewählt? Ja, nice. So. Watt? Immer noch zu wenig Kohle? Ey. Ist doch nicht wahr. Müll mit Garrus reden? Hier rumzulaufen macht mich ganz krank. Immer noch sterben Leute. Immer noch beuten die Starken die Schwachen aus. Nichts, was ich hier getan habe, hat daran irgendwas geändert. Schön, dass er... Ich drückte so und der ist doch noch ganz in der Ecke. Ist auch nicht schlecht. Jetzt mache ich Werbung für den Harrods hier. Hier wird ja Essen verkauft. langweiligen Schrott. Hier ist er ja. Hey, Harrod, ich hab dich gehört, gerade in der Werbung. Ich musste dich einfach mal besuchen kommen. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Zeig mal an. Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich. Bergungsgut. Alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz. Ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich. Einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Bin schon dabei. Modellschiff brauche ich nicht. Brustplatte. Akkumodul. Verdoppelt das Zeitlimit für einen Hack. Okay, aufgrund des Kriegs zwischen Herstellern von Sicherheitssoftware und Hackern pflegt Cerberus ständig eine Liste mit Hintertüren. Kaum bekannt Sicherheitslücken, die schon einige Zeit besteht und bisher nicht durch ein Patch geschlossen wurde. Eine intensive Arbeit auf dem Gebiet sollte dazu führen, dass unsere Agenten die meisten konventionellen Sicherheitsmaßnahmen problemlos hacken konnten. Kovic.
andere brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Modellschiff. Obwohl es billig, Kaufi. Es ist billig, Kaufi. Brustplatte, nee. Ey, so eine Brustplatte ist billiger als so ein Stück Haut. Naja, gut. Der ist schon wieder hier. So, da gehen wir nächstes Mal. Ich würde sagen, dass der noch nicht mit Eiern beworfen wurde oder sowas. Unglaublich. Hat der hier so schön ist. Aha, Simulationszeug. Na, ich hab so wenig Kohle. Ja, nehme ich mit. Bornax, schlüpfrige Alien-Zeitschrift. Nee. Ist mir aber zu laut. Ich will mich mal hier ein bisschen, warte mal, wo es leiser ist, weil wir haben ja noch, oh, Ruhe jetzt hier. Ich brauche meine Ruhe. Wartet. Wurde jemand erschossen? Hier ist es. Hier ist es. Zu laut. Dann bleiben wir mal hier stehen. Und schauen mal am Codex. Hier haben wir was Neues dazu bekommen. Als die Menschen ab 2160 ihre die geheimnisvolle Spezies der Kollektoren lebt jenseits des Omega-4-Massenportals in den Terminus-Systemen und taucht so selten auf, dass fast die gesamte Bevölkerung der Galaxie sie für einen Mythos hält. In Wirklichkeit sind die Kollektoren menschengroße Insekten, die auf zwei Beinen gehen und ansonsten an riesige Käfer mit Flügeln erinnern. Sie sind eine schreckliche Macht in der Galaxie und für hunderttausende Tote verantwortlich. Kollektoren schaffen um sich herum permanente Stasefelder, albtraumhafte Energiefelder mit Rotverschiebung. Im Kampf halten sie nach Möglichkeit die Stellung und verlassen sich auf ihre aggressive Biotik und nahezu grenzenlose Kraft. Es wurden mehrere Arten von zweibeinigen Kollektoren identifiziert, darunter Handlanger, Verteidiger, Zeloten, Assassinen und Artilleristen. Wenn Kollektoren zusammenarbeiten, können sie ganze Städte in Stase hüllen. Es gibt zwar noch keine forensischen Untersuchungen darüber, was mit derartig Gefangenen geschieht, aber man geht derzeit davon aus, dass die Opfer für wissenschaftliche Experimente und neurobiologische Umstrukturierungen quasi geerntet werden. Gut. Eine Mythos. Nein! Hier ist nichts Neues. Planeten und Orte. Die Kolonie Freedom's Progress war früher eine typische Allianz-Ansiedlung. Hat man schon Omega! Omega! Die von den Proteanern gebaute Raumstation Omega war jahrhundertelang verlassen, bevor Gesetzlose sich ihre abgelegene Position zunutze machten. Heute ist sie ein wichtiges Zentrum der Drogenherstellung und des Handels damit, ohne den störenden Einfluss einer Zivil- oder Militärregierung. Während verschiedene Gangsterbanden, Söldnergruppen und Selbstjustizmilizen um die Vorherrschaft kämpfen, leidet die Bevölkerung unter der damit verbundenen Ausbeutung. Der fast vollständige Zusammenbruch der zivilen Gesellschaftsstruktur hat auch zur Abschaffung nahezu aller sozialen Dienste geführt. Aktiv sind hier nur noch religiöse Gruppen und Anwerber des Militärs. Die erfolgreichsten Anwärter auf die Kontrolle über Omega sind die Söldner der Blue Suns, von Eclipse und des Blood Packs. Und die brutalsten von allen sind Mitglieder eines Asari-Syndikats, das sich Temokedes freundlich nennt.
investigative Journalisten haben eine Verbindung zwischen Themokedes und führenden Mitgliedern der Asari-Gemeinschaft auf Omega hergestellt, die zwar offiziell die Station rehabilitieren und in die Legalität führen wollen, in Wahrheit aber wohl bis zum Hals selbst in die Morde und den Schmuggelhandel verwickelt sind. Verschiedenen Quellen zufolge wird das Asari-Syndikat von der gefürchteten Arya Tilok angeführt. Ja, hat er das irgendwie durcheinander vorgelesen? Ich weiß ja nicht. Bin da ja nicht mitgekommen. So, jetzt haben wir hier noch Technologie. Ob das nicht so. Biotik bezeichnet die seltene Fähigkeit von Lebewesen, über einen elektrischen Gehirnimpuls dunkle Energie zu manipulieren und Masseneffektfelder zu erzeugen. Biotiker benötigen intensives Training und chirurgisch implantierte Verstärker, um praktisch nutzbare Masseneffektfelder zu erzeugen. Die relative Stärke der biotischen Fähigkeiten ist bei den Völkern und Individuen sehr unterschiedlich. Es gibt drei verschiedene Arten biotischer Kräfte. Bei der Telekinese können Objekte mit Hilfe massenverringernder Kräfte angehoben und bewegt werden. Mit Hilfe massenvergrößernder, kinetischer Felder können Objekte fixiert und als Blockade eingesetzt werden. Und schließlich können Massenfelder mit Verzerrungskräften Objekte auseinanderreißen. Die meisten organischen Lebewesen sind in der Lage, biotische Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist allerdings mit Risiken verbunden. Biotische Fähigkeiten werden geweckt, indem man Babys noch in der Gebärmutter Element Zero aussetzt. Meist führt das zu einer tödlichen Krebserkrankung. Aber in seltenen Fällen bilden sich im Nervensystem des Fötus dadurch neue Nervenknoten. Okay. Dann Element Zero. Wenn elektrische Spannung an das seltene Element Zero, E0, angelegt wird, strahlt es ein Feld mit dunkler Energie aus, das die Masse der Objekte im Wirkungsfeld vergrößert oder reduziert. Für diesen Masseneffekt gibt es zahllose Anwendungen. Von der Erzeugung künstlicher Schwerkraft bis zur Herstellung extrem belastbarer Baumaterialien. Die wichtigste Nutzung aber ist das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. E0 entsteht, wenn feste Materie, zum Beispiel ein Planet, dem Kraftfeld einer Supernova ausgesetzt wird. Deshalb findet man Element Zero häufig in den Trümmernebeln von Neutronensternen und Pulsaren. Aber der Abbau in diesen Gebieten ist riskant und bedingt den aufwendigen Einsatz von Robotern, Telepräsenztechnologien und Schutzschilden gegen die tödliche Strahlung der toten Sterne. Aus diesem Grund können nur sehr wenige Unternehmen die nötigen Kosten für den Abbau an diesen Primärquellen aufbringen. Die Menschen haben raffiniertes Element Zero in der proteanischen Station auf dem Mars entdeckt und konnten dadurch Masseneffektfelder und ULG-Antriebe entwickeln. Sehr schön. Jetzt kommen die Masseneffektfelder. Wird elektrische Spannung an Element Zero angelegt, vergrößert oder reduziert es die Masse eines Raumzeitvolumens. Durch positive Spannung wird die Masse vergrößert, durch negative reduziert. Je größer die Spannung, desto stärker der Masseneffekt der dunklen Energie. In der Raumfahrt werden mit Niedrigmassenfeldern ULG-Reisen und kostengünstige Orbitaltransporte realisiert. Hochmassenenergiefelder erzeugen künstliche Schwerkraft und räumen zum Beispiel Trümmerfelder frei. In der Materialfertigung ermöglichen Niedrigmassenfelder die Herstellung hochwertiger Legierungen und Hochmassenfelder extrem kompakte und maximal belastbare Baumaterialien. Das Militär macht sich den Effekt als Antriebstechnologie zunutze. Bei den meisten Armeen zählen Masseneffekt-Kampffahrzeuge mittlerweile zur Standardausrüstung. Masseneffektfelder spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung kinetischer Barrieren oder Schilde gegen Feindbeschuss. Wir haben jetzt noch zwei Massenportale. Massenportale wurden von den Proteanern gebaut und sind allen anderen bis heute entwickelten Technologien überlegen.
Die riesigen Strukturen sind über die ganze Galaxie verstreut und können massenfreie Korridore erzeugen. Sie ermöglichen damit ein zeitverlustfreies Reisen zwischen Zielorten. Für die Raumschiffe mit konventionellem ULG-Antrieb Jahre bräuchten. Über Primärportale können Raumschiffe über Tausende von Lichtjahren versetzt werden, auch von einem Spiralarm einer Galaxie zum anderen. Sie bilden feststehende Direktverbindungen. Primärportale sind ausschließlich mit jeweils einem anderen Primärportal verbunden. Sekundärportale können Raumschiffe nur über hunderte von Lichtjahren versetzen, allerdings in verschiedene Richtungen und zu allen Zielen innerhalb der Reichweite. Es gibt eine große Anzahl Primärportale, deren Korrespondenzstationen noch nicht erforscht sind. Sie werden erst dann aktiviert, wenn das Zielgebiet bekannt ist. Die etablierten Zivilisationen sehen davon ab, Weltraumtore zu öffnen, solange das Risiko besteht, dass dahinter feindliche Spezies warten könnten. Und das nächste Universalwerkzeug, Waffen, Panzerung, Ausrüstung, machen wir ein anderes Mal. Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus Mikrocomputer, Analysesensor und Fertigungswerkzeug darstellen. Die vielseitigen und verlässlichen Universalwerkzeuge können die Funktionalität der meisten Standardausrüstungen, darunter auch Waffen und Panzerungen, aus der Distanz analysieren und beeinflussen. Mit dem Fabrikationsmodul lassen sich zum Beispiel dreidimensionale Objekte aus gewöhnlichen Plastik, Keramik oder Leichtmetallresten anfertigen. So können mitten im Kampfgeschehen Reparaturen und Modifikationen fast aller Standardgegenstände vorgenommen und aufgesammelte Ausrüstung neu verwendet werden. Universalwerkzeuge zählen bei Soldaten und Koloniepionieren zur Standardausrüstung. Auf jeden Fall, wir haben ja auch so ein Ding eigentlich, was jeder hat. So eins, Universalwerkzeug. So Leute, das war's mit der Folge, war eine kurze Folge. Irgendwo, wenn man sich die anderen anschaut. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann besuchen wir den Arzt Dr. Molin, den viel quasselnden Salarianer. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bloodshot out. Ciao, ciao.